Bitte. Du meinst, das ist echt der Song von Elvis? Aber. Entschuldigung, du weißt doch, es ist alles eine Show. Es ist nicht wahr. Natürlich. Es ist nicht real. Gülwis ist da, mein Freund. Aber du willst. Deine Geschichte interessiert uns nicht, sie muss nur gut klingen. Ja, ja. Das ist wirklich der Song von Elvis. Ich freue mich schon, wenn wir Geld für richtige Gäste haben. Ja, ich hoffe auch. Wenn ich meine erste Million gemacht habe, serviere ich den sowas von ab. Das ist ja Arschloch, ey. Was glaubt er, wer ist? Das ist meine Show. Aber soll er nur denken, dass er der Chef ist? Hallo, willkommen Europa. Drei Sportwegen hat er, aber nicht einen Make-up-Artist. Naja, das ist meine Show. Boah, wer hat denn schwarzes Gleitcreme? Boah, das ist ja total eklig. Es ist meine Show. Okay. Showtime. Hey, Lennart. Emanuel. Schön, dich zu sehen. Ja, die Show geht los. Komm, wir müssen los. Hallo? Heute Europa neu, denn Europa ist nicht nur ein Finanzierungsausgleich. Wir hauen die Engländer raus und nehmen die Kanadier rein. We want to join Europe. Aber die Engländer. I'm tired. Und das ist unsere Sache. Nein. Los, der Kuppel. Was bist denn du für einer? Du bist hier komplett angezogen, bist du ein Techno-Produkt? I'm a black condom. Oreos TV. Du redest über Russisch. Russisch? Nein, nee. Ich bin Road Caption. Oh mein Gott. Ich zeig ihn. This is all complete conspiracy. You have to know that. Wir machen einen Break. Okay, bis gleich. In the mountains of southern Colombia, for centuries the cloth has been woven by hand. It is not. Magic, was machen wir jetzt? Oreos TV-Burschen. Let's go, Gomez Alvarez. Magic, es ist ein guter Preston! Hallo! Du, ich muss telefonieren. Ich komme gleich. Geht in mein Mikrofon. Kannst du es nehmen? Weißt du nicht, was du vorhast? Ich komme gleich, okay? Was ist für eine Show, was ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, warum ich bin hier. Schön, dass du da bist. Wir haben hier prominente Gäste da, deswegen haben wir dich eingeladen. Du kommst aus Giesing, oder? Nein, ich von Türkei. Ich bin Gülwis Presley, Sohn Elvis Presley. Elvis 70er Jahre auf Çakçaka, Türkei. Und dann ist gekommen. Jetzt und jetzt Flüchtlingsgeschichte. Und jetzt sind wir hier und machen wir hier Zauberland Deutschland gut. Ich habe gesagt, bitte Abschiebung nach Iran. Das geht nicht. Weiß, wir wollen nicht so privat werden und so. Es sind alles so alte Geschichten. Aber kannst du doch ein bisschen erzählen? Wie haben sich eure Eltern kennengelernt? Ja, mein Vater war oft irgendwie Türkei. Weil damals große Ziel für Sextourismus, viele Leute, alles, viele schöne Frauen, alles überall gut. Wir sagen in Türkei, wir sagen einen Spruch. Esten yestena çekerim, beresem yerim, çekin alan, esem ye çekin lan, berem bisim yedincem. Heißt... Was ist das? We interrupt this program. This is a national emergency. Important instructions will follow. Okay, du bist hier in Europa. Was gefällt dir an Europa? Wieso bist du hier? Ja, erstmal Hartz IV machen wir, dann sagen wir, gut, können wir machen wir irgendwie zusammen.
Du Türke, komm, komm da. Komm. Zusammen. Alles so zusammen machen wir. Das ist meine Show. Und dann du bekommst dieses Zauberland und alles ist gut. Und jetzt diese. Ach, Mikrofon, ich habe falsch gemacht. Du machst das Mikrofon hier unter, sonst sieht man dein Gesicht nicht. Ah, okay, ich mach das Mikrofon hier unter, sonst sieht man den nicht. Okay, ich dachte, du willst was. Also ich bin so ein Elvis Presley, ich fand nicht die Schlaufe. Wolltest du nicht was singen? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Dankeschön. Das reicht schon. Wie, du trinkst Alkohol? Weswegen seid ihr da? Ja. Das machen wir natürlich normalerweise nicht. Hallo. Hey, Baby. Hi. Kriegst du öfters Komplimente von Männern? Ich hasse euch. Wo hast du sie kennengelernt? Oh, im Swingerclub. Ja. Das war. Dabei gern. What kind of channel is this? Oreos TV. Also, wieso hast du entschieden, zu uns zu kommen? Ja. Keine Ahnung, ich weiß es selber nicht genau. Ist halt. Ja, ich habe mich entschieden, zu dir zu kommen, weil du weißt, ich kann dir nicht widerstehen. Und du bist so sexy. Oh. Du Cocks. Also, wir hören jetzt zum Weltfrauentag ein Lied von Jessica Johnson live hier auf Oreos TV, El Canal de la Jess. Was wirst du für heute von Spiel, Jessica? Ich sing jetzt mal mit den Jungs No Woman No Cry. Ooh, huh? So now you say you'll be for me. As it dies to will it, all the world do you and me. Is it just that lie what you see? But you got to see the beauty inside me. Come on. Ja, versteht ihr die Sache mit die Kleinton, aber richtig super, total schon. Oreos TV, el Canal de la Belleza. Hallo Europa! Meine Damen und Herren, Jessica Johnson, schön, dass du da warst. Haben wir? Nix? Bitte? Meine Damen und Herren, yeah, baby. Yeah, okay. Das war gut. Weiter so. Hallo. Hallo Ruth, wie geht's dir? Du weißt, es geht mir wunderbar. Wieso? Bist du klar in dieser Umgebung? Wir haben dich heute eingeladen, weil du wirklich Europa von Anfang an mitbekommen hast und lachst ja, immer noch. Ja, ja, unbedingt. Ich bin natürlich sozusagen ein Zeitzeuge, weil ich 1923 geboren bin und diese ganze Katastrophe von 1933 mitgemacht habe. Und mein Vorname Ruth, dann haben die Nazis gesagt, das ist ein jüdischer Name. Sie müssen sich germanisieren lassen. Und ich gesagt, was?
Ich habe meinen Namen nicht abgegeben. Dann haben sie an meine Eltern geschrieben, ihre Tochter ist nicht würdig, in den BDM aufgenommen zu werden. Und das war mein Glück. Ich habe mit denen nichts zu tun gehabt. Momentan ist ja der AfD so bekannt und alle sind so ein bisschen konservativ. Was kannst du den Leuten sagen, dass... Den Menschen. Ja, seid offen, freut euch des Lebens und akzeptiert andere Sitten und andere Bräuche. Ist ja interessant. Und das ist gesund und das ist schön. Ja. Denn jeder Mensch kann summen und jeder Mensch kann lachen. Und jeder Mensch kann gähnen. Und diese drei Dinge bringen dich zum Singen und zum Lachen. Und dann bist du voll drauf. Alle les bleus, alle les bleus! Alle bleus! Und das war Ruth Megari. Dankeschön, wir sehen uns bald. Dale Grinstead is a soldier with a dream. The 84 Olympics. Five grueling events. The army is full of people who are striving to be all they can be. Be the best in the world. Be all that you can be. You can do it in the army. Heute in unserer europäischen Show zu Gast ein ganz besonderer Herr. Er heißt Georg. Und er ist der europäische Meister im Gabberschranz. Hier auf deine Karriere ist erst vor kurzem begonnen. Ist die Sonnenbrille? Nein, ich brauche keine Sonnenbrille. Ich brauche ein Mikrofon. Es geht um assoziativen Dadaismus in dem Rhythmus von Gabberschranz und darum, was alles mit muss. Und ich sah diese junge Frau an und die sagte, wie sie glücklich werden könnte. Und ich sah, dass sie diese beiden Kugeln in der Hand hatte. Und ich dachte daran, wie sie sich an ihrem Freund rächen könnte, indem sie die presst. Und ich wollte einfach nur mitmachen. Und ich war einfach nicht dabei. Und ich saß am Boden. Und ich verdrückte einen Schrei. Und dann war das alles wieder anders. Bam! Und wir wollten alle sein wie irgendjemand. Und keiner konnte sein wie irgendjemand, weil niemand etwas war. Und wir müssen unsere eigenen Paradigmen entwickeln, um aus Gabberschranz die Welt zu machen. Wie schaffst du es, glücklich zu sein in dieser Welt? Ich kann mich nur darum bemühen und ich schaffe es oft nicht. Aber wenn ich mit euch hier sein kann und einfach irgendwelche blöden Dada-Texte, die es noch nie vorher gegeben hat, zum Besten geben kann, dann ist dieser Mut, den ihr mit mir gemeinsam aufbringt, etwas, was mich wieder zum Lächeln bringt. Ab morgen fasten, kein Alkohol, kein Sex. Meine Damen und Herren, Georg, genau. Adios, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Europa. Nos vemos ahora. Adios, por el canal de la belleza, hablamos español, ¿ok? Entonces, es el chiste de la cosa. Dann bist du voll drauf.